Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies hier ist Haven Park. Ein Spiel, das erst am 14.04.2021 erscheinen wird, aber kein Problem. Wir schauen heute trotzdem mal rein. In diesem Sinne, bis gleich. Und da sind wir auch schon am Start in diesem Tiny Exploration Game. Haven Park. Do you remember? Erinnerst du dich? Damit beginnt das Ganze. Wir waren noch Kinder und haben die langen Sommernachmittage in der Nähe des alten Turms miteinander verbracht und uns Abenteuer ausgedacht. So. Und jetzt sitzen wir hier. Ich kann mich gerade noch erinnern, Oma. Aber ich fühle mich nicht bereit. Ich meine, das ist alles zu viel für mich. Ich bin doch noch ein kleines Küken und ich heiße Flint. Ja, ich war etwa in deinem Alter, als ich mich um die Pflege des Parks kümmerte. Ich fühlte mich überwältigt. Ja, das sieht auch wirklich gut aus. Da kann man sich ruhig auch mal überwältigt fühlen. Und es hat mich einige Jahre gekostet, um etwas zu verstehen. Ich habe mich nicht um diesen Fleckchen Erde gekümmert. Dieser Ort hat sich um mich gekümmert. Mann, das sind ja schon ganz schön philosophische Worte. Das ist ja toll. Also ich muss sagen, jetzt so auf den ersten Blick wirkt es auf mich alles ziemlich cool. Ich, Flint, ich werde mein Bestes versuchen. Genau, das ist doch mal eine gute Einstellung. Schau dich um. Höre zu. Aha. Die Bäume, wie sie sich im Wind bewegen. Aha. Ein wundervoller Tag wird jetzt beginnen. Na toll. Na, da freue ich mich ja drauf. Jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, worum es hier geht. So. Ah. Use the arrow keys to move around. Ja, das funktioniert ja schon mal gut. Alles klar. Oh ja. Das klingt wirklich gut. Das erinnert mich jetzt schon so ein bisschen an Among Trees. Dazu habe ich ein Let's Play bei mir auf dem Channel. Wenn ihr das Spiel nicht kennt, würde ich euch auch ans Herz legen. Ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes, weil das hier ist ein kleines Küken. Aus der Vogelperspektive bei Among Trees ist es die Ego-Perspektive, aber es geht so ein bisschen in die Richtung gerade so, vom Feeling her. Gut, okay, jetzt hier, Konzentration. Ich gehe jetzt hier mal über die Brücke. So, was kann ich denn hier tun? Ah, schaut mal, hier, da kann ich tatsächlich die Pilze aufsammeln. Three Mushrooms. Kann ich hier auch Blumen oder so? Nein, das geht nicht. Oh, hier. Da ist was. Was ist das? Press E to fix the streetlight. Minus 2 Metal. Not enough resources in your inventory. Ja klar, ich habe kein Metall. Was ist das da? Ist das ein Grabstein oder was? Nein. Okay. Moment. Ich habe nicht genug Metall. Okay, ich ahne schon, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe hier immerhin schon mal 2 Pilze einsammeln können. Da liegt ein Baumstumpf. Oh, hier. Moment, da kann ich irgendwas machen. Press E to collect. Ah, 3 Wood. Okay, 3 Holz. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen Holz eingesammelt. Das ist doch schon mal gut. Was? E to blow. Oh, wie süß. Bringt mir das irgendwas? Nein. Okay. Wir schauen mal. Oh, hier jetzt noch mehr Holz. Das ist natürlich jetzt schon sehr entspannt. Was haben wir hier? Press E to fix the direction sign. Das müsste ich doch jetzt hinbekommen, oder? Ha! You have a new quest. Maintain the park. Press Escape to display it. Aha. Quests. Das ist ja interessant. Maintain the park. Things I have. Ah, das ist quasi mein Inventar. Ich habe 3 Pilze und 3 Holz. Map. Ich habe bis jetzt noch keine Camps gefunden, aber das ist auf jeden Fall mal die Map. Und wo bin ich? Maybe I should try to explore a little bit. Ja, das Gefühl habe ich auch. Skills. Aha.
Salesmanship. Sell your resources at any marketplace. Das ist interessant. Das ganze Spiel spielt sich übrigens auch nur mit der Tastatur. Press space to jump. Press E. Thank you, invisible voice. Okay. Ups. Okay. Ja, so langsam lerne ich ja doch noch was. Da haben wir einen Stick. Den kann ich bestimmt auch noch mitnehmen. Sticky. Pew. Oh, pew. So, ich schaue mich jetzt hier einfach mal um. Oh, da oben. Was ist denn das da? Das? One fabric, one metal. Aha. Press escape to open your note to see your quests. Okay, aber hier habe ich jetzt erstmal... Ah, ich habe nicht genug Metall. Ich kann das nicht reparieren. Menno. Was haben wir denn hier noch so? Da kann ich doch bestimmt auch hoch. Da haben wir ein paar Pilze. Die nehme ich mit. I found a camp. Press E. Es war schon mal in besserem Zustand in meiner Erinnerung. Lass uns sehen, ob ich ein paar Dinge bauen kann. Wie ein paar Zelte oder einen Platz, um zu essen. Campers werden glücklicher sein. You have found a new quest. Find the camps. Ja, gut. Und wo ist jetzt dieses Camp? Ich sehe es nämlich nicht. Oh, Sunshine Grove. Hä? Wo ist denn das jetzt? Ach hier, oh, schaut mal, ich bin nicht mehr alleine. Hallo, hallo du, press E to talk. Kennst du den Park? Noch nicht so gut. Ich würde gerne das Dörfchen Yellowfields besuchen. Du musst nur nach Norden gehen. Den Canyon überqueren, noch weiter nach Norden, dann solltest du es erreichen. Dankeschön, das war's. Oh, was ist mit dir? Hallo, press E to talk. Hi there. Ah, oh, das ist ja toll. Hier kommen ja immer noch mehr. Ich war besorgt, hier wären zu viele Leute. Speziell zu dieser Jahreszeit. Aber es ist perfekt. Es ist normalerweise nicht überfüllt. Es ist ziemlich entspannt. Oder? Ja. Ja, cool. Mensch. Also, ich sehe hier schon Campers Matt 2 von 3. Alle irgendwie unglücklich. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Camp. Jetzt, wie war das? Ich sollte hier ein paar Zelte bauen und so. Oh. Oh. Press E to build. Ja, das ist ja toll. Shelter. To wood. Ich kann hier halt nichts bauen. Das ist das Problem. Kann ich denn... Oh, das ist ja geil. Da kann ich jetzt... Moment mal. Hier, ich kann jetzt zum Beispiel mal eine Bank bauen. Das geht. Genau. Cool. Oh, toll. So, und jetzt kann ich die zum Beispiel, die Bank, trage ich die gerade mit dem Schnabel rum oder wie läuft das hier? Warum kann ich eigentlich die Maus nicht bewegen? Das wäre doch jetzt eigentlich auch ziemlich geil. Moment mal, pass mal auf. Machen wir hier erstmal die Bank hin, mit E ja wahrscheinlich, oder? Cool, minus 2 Holz. So, jetzt haben wir schon mal eine Bank. Das ist doch schon mal cool. I'm having a good time, alles klar. Der Gas ist schon mal ein bisschen besser drauf. Jetzt haben wir hier ein Feuer. Ich kann halt leider immer noch nicht so richtig viel machen. Ice Cream Stand, Picnic Table, Radio Decoration, Tent. Ja, es wäre natürlich ein Tent, wäre gut, aber geht nicht. Kriege ich nicht zusammen. Campfire wäre natürlich auch gut. Ja, hier, One Wood. Das bauen wir jetzt mal. Komm. So, damit haben wir das Campfire. Das würde ich jetzt gerne da reinsetzen. Also ich muss sagen, das mit der Steuerung ist ein bisschen ein Gefrickel hier. Das finde ich noch nicht so richtig toll. Hä? Habt ihr gesehen? Das funktioniert nicht so richtig. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein Campfire. Press E to edit. Was soll ich damit machen? Light. Restock one wood. Ah, okay. Jetzt kann ich es anmachen. Aber ich bräuchte ganz dringend deutlich mehr Holz. Oh, habe ich mit dir schon gesprochen? Press E to talk to Daima. I made some friends here. Das ist toll zu hören. Also toll, dass du ein paar Freunde gefunden hast. Irgendwie habe ich jetzt... Okay, I'm going. Wo willst du hin? Press E to talk. Hi. Okay. Campers are not very happy. Oh. Why? Something about having to sleep on the ground. Ah, die wollen nicht am Boden schlafen. Klar, die brauchen ein Zelt.
Es gibt keine Orte, wo man irgendwie Essen kaufen kann und so weiter und so fort. Kannst du das glauben? Ich verstehe. Ich werde mich darum kümmern. Ja, ich habe immerhin jetzt mal hier unten Sunshine Cove. Ich habe drei Campers getroffen. Ihr seht das Häkchen. Nur die sind alle ein bisschen unglücklich. Das erkennt man schon. Ich brauche wahrscheinlich da unten, seht ihr? Ich brauche da auf jeden Fall mal irgendwie ein Zelt. Gut, das heißt, ich muss Material einsammeln. Da liegt eine Münze. Please collect one coin. Da haben wir Holz. Jetzt haben wir dreimal Holz. Ich gehe mir mal noch so ein bisschen umgucken. Ich bräuchte sowas wie eine Axt. Dann könnte ich vielleicht ja auch. You can open your notebook. Ja, okay. Und jetzt maintain the park, find the campings. Mushrooms, Wood 4, Fabric. Da brauche ich, ihr seht schon, Buildings, also um solche Sachen zu bauen wie Zelte oder diese Indianerzelte, brauche ich Fabrics. Und ich habe bis jetzt nur ein Fabric gefunden. Und das war in der Schatztruhe. Das bedeutet, mehr Schatztruhen wären schon geil. Aber dazu muss ich hier erstmal alles so ein bisschen noch erkunden. Also gut, jetzt habe ich ja schon mal ein Zelt gefunden. Wie komme ich eigentlich nochmal zu dieser Map? Ah ja. Das ist so. Bisschen schade, dass er das hier nirgendwo einträgt. Doch, da unten sind wir. Schaut mal, ganz links unten. Sunshine Cove. Ah, schon mal, jetzt sind wir schon mal ein bisschen schlauer. Probieren wir doch mal. Können wir da irgendwie nach Norden gehen? Einfach so querfeldein. Da oben hat es auch eine Münze. Da oben hat es eine Münze. Hallo. Komme ich da hoch? Gar nicht. Ja, scheiße. Hä? Double Jump? Nein, geht auch nicht. Das ist ja doof. Moment mal, komme ich hier auf den, auf das Teil da irgendwie drauf? Ich würde mal sagen, nein. Hä? Okay, das habe ich auch noch nicht gecheckt. So, dieser Baum. Piu. Ich kann hier kein Holz fällen, so wie es scheint. Ihr merkt schon, ich stehe hier wirklich noch vor einem klitzekleinen Rätsel. Das ist zwar alles nicht schlimm, wir finden das schon noch gemeinsam raus. Aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen überfordert. Dass dieses kleine Kükenspiel mich hier so überfordern könnte, hätte ich auch nicht gedacht. Aber so vom Sound her zum Beispiel ist es auch gar nicht schlecht. Nasse, nasse kleine Pfötchen bekommen hier. So, bin ich jetzt wieder da? Nee, ich bin ganz woanders. Oder? Doch, ich bin wieder an dem Punkt. Dann gehe ich hier mal die Küste entlang. Steine kann ich nicht einsammeln. Hier haben wir ein Sticky. Oh, das ist gar kein Sticky. Ich habe Level 1 erreicht. Das ist eine Fackel. Das ist eine Fackel. Und hier hat es Holz. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Map. Ja, schade, dass man nicht erkennen kann, wo man selber ist, aber trotzdem, ich muss irgendwo da unten sein. Hab wahrscheinlich an dieser einen Biegung. Oh, das ist ja ein Steg, der führt ins Nichts. Ein Steg, der ins Nichts führt. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn sonst noch so hier? Oh, hier passiert irgendwas. Proceed to collect. One Fabric, one Metal. Und hier ist, das ist natürlich auch ein Camp. Na? Hier, oh, was ist das da? Das ist ja auch toll. Nochmal two Fabric, das ist gut. Hier ist ein Boot. Flatschi, flatschi. Okay, ja, ich gehe mal da nach oben. Schaue ich mir das erstmal hier so ein bisschen an. Was hier so hat. Komme ich da irgendwie drauf? Nein. Was ist das? Da hat es doch auch noch was. Genau, noch mal ein bisschen Holz. Oh, da hat es noch mehr Holz. Also Bäume fällen ist vielleicht gar nicht so zwingend notwendig. Einmal hier auf die Insel. Das war's. Was passiert eigentlich, wenn ich hier so. Ah, ich kann ja. Ich bin ja ein Küken. Ich kann auch schwimmen. Kein Problem. Kein Problem. Ich krieg das hin. Was war das da oben?
Das ist eine Boje. Ah, das markiert wahrscheinlich das Ende des Spielfelds. Mhm. Ja, ich muss sagen, jetzt im Moment finde ich das eigentlich ganz interessant. Also jetzt diese Schwimmeinlage vielleicht ist nicht ganz so sehr, aber so vom Handling her ist das Spiel schon interessant. So. Ich watschel jetzt mal kurz wieder nach hinten zu dem anderen Camp. Das haben wir ja schon entdeckt. Und vielleicht kann ich jetzt mit den Fabrics und dem ganzen Holz, was ich gesammelt habe, müsste es mir doch möglich sein, zumindest mal so ein Zelt zu bauen. Oder? So, ich kürze jetzt hier mal ab. Gut. Damit haben wir das geschafft. Jetzt muss ich bloß wieder zurückfinden. Aber, oh, da ist ja übrigens auch eine Bank. Und das ist die Oma. Ich könnte jetzt mal hier nach links gehen, am Ufer entlang. Das ist mein Haus, oder? Kann ich denn... Moment mal, vielleicht sollte ich mich da mal umgucken. Nicht, dass ich da drin eine vollfunktionale Werkstatt habe, so mit Kreissäge und allem Pipapo. Das wäre dann sonst natürlich schon ein bisschen doof, ne? So, kann ich da irgendwas tun? Nein. Ah, da. Ah, Two Fabrics, hallo. Die muss ich natürlich auch mitnehmen. So, dieser Baumstumpf, den kann ich definitiv nicht mitnehmen. Hier ist ein Schild. Okay, da waren wir schon mal. Ich bleib jetzt mal kurz in Ufernähe, damit ich das hier auch irgendwie mal erforscht habe. Ah, jetzt muss ich mit E einsammeln. Einen Coin habe ich damit gesammelt. Hier ist nochmal einer. Mushrooms, hallo. Genau, die Mushrooms nehmen wir mit. Da unten hat es nichts mehr. Das sind jetzt die beiden, die mich jetzt nicht daran vorbeilassen. Das ist auch ein bisschen doof. Jetzt kann ich zwar mit denen sprechen. Wollt ihr nicht mal aus dem Weg gehen? Hallo? Ihr zwei? Geht doch mal zurück ins Camp, los. Ja, schön. So ist fein. So, und jetzt kann ich was bauen. Press E to build. Und jetzt kann ich auch ein Zelt bauen. Two fabric. One bed for a camper to sleep. One bed for a camper to sleep in a cozy TP. Aha. Jetzt brauche ich erstmal ein Zelt. Fangen wir mal damit an. Zack, jetzt habe ich ein Zelt gebaut. Super. So, und jetzt kann ich hier auch dieses Zelt irgendwie platzieren. Zum Beispiel so. Das ist doch toll. There's not enough places to get food. Ja. Was kann ich denn hier so foodtechnisch machen? Da brauche ich noch zwei Metal. Mhm. Aber ich brauche sowieso noch Zelte. Seht ihr unten? Sunshine Cove. Und da heißt das, drei Zelte, einmal was zum Essen. Den Rest kann ich noch nicht so ganz identifizieren. Das ist Activity. Also Food natürlich. Das brauche ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier Activity. Da brauche ich noch was. Two Mushrooms, one Metal. Fireworks. Big Pool. Boah, kriege ich denn 7 Metall her? Eieiei. Was haben wir noch? Decoration brauche ich auch noch ein bisschen was. Zum Beispiel eine Fackel. Gate. Oder hier so eine Palme. Also, was ich machen kann, diese Palme, das geht ja relativ easy. Weil. Das brauche ich nur 4-mal Holz. Das ist cool. Palme, wo packe ich die jetzt hin? Die hier so dahin. Zack. So, damit wird das Camp auch langsam besser. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, ich habe das Spielprinzip zumindest jetzt schon mal verstanden. Also ich muss jetzt hier einfach rumlaufen und Dinge suchen, um hier eben dieses Camp so nach und nach aufbauen zu können. Und jetzt habe ich zum Beispiel hier schon wieder Holz gefunden. Also Holz ist echt überhaupt kein Problem. Metall ist so ein bisschen so ein Thema. Das checke ich noch nicht so ganz. Gebe ich zu. Was haben wir hier? Ein Rad. Das kann man irgendwie einsammeln. Piu, piu, piu. Also von der Steuerung her gibt es hier und da noch so ein bisschen... Jetzt. Ein Metal, einmal Wood. Das ist ja ein kleines Bötchen. Hallo, Bötchen. Oh, du bist ja süß. Übrigens, auf dem Steg, da liegt auch noch was rum. So,
Da liegen nämlich noch Fabrics rum. Das sind irgendwelche Baupläne. Oh, Level 2. Baupläne. Das ist gut. Das ist gut. Langsam, glaube ich, wird das was. Jetzt gehe ich nochmal zurück ins Camp. Ich glaube jetzt nämlich, dass ich... Ich kann mich jetzt schon trauen, nochmal was zu bauen. Zum Beispiel nochmal ein Zelt. Das kriege ich auf jeden Fall gebacken. So. Wo will ich es denn haben? Komm, hier ein bisschen Privatsphäre muss schon sein. Machen wir die zwei Zelte ein bisschen getrennt voneinander. So, jetzt haben wir zwei Zelte. Und eigentlich könnte man das dritte auch noch schnell bauen. Dann sind wir nämlich damit durch. Dann haben wir nämlich genügend Zelte gebaut. Und können dann ganz entspannt... Machen wir mal die Zelte da oben hin. So. Zack. Und ihr seht, das Camp wird offensichtlich auch immer besser. Jetzt haben wir 15%. Ja, Zufriedenheit auch offensichtlich. Gut, was ich noch brauche, ist was zum Essen und dann noch ein bisschen so anderes Gedöns. Aber vom Großen und Ganzen wird es langsam. Zwar nur ganz, ganz langsam, aber es wird. So, jetzt gehe ich nochmal hier hoch. Und dann gehe ich einmal hier entlang. Oh, das ist toll, hier liegt Holz. Oh. Ah, ich habe eine Fackel. Es ist ja offensichtlich auch schon dunkel. Ah. Hier ein bisschen Holz mit. Aha. Da gibt es gerade nichts mehr zu tun. Was? Vier? Ich habe 4 Skill Points. Press Escape to use them. Wie geht denn das mit den Skills? Da habe ich mir noch gar nicht drum gekümmert. Ach so, ich kann jetzt hier quasi Skill Points. Unlock new buildings. Find more coins. Find more metal. Find more metal. Das wäre doch gut. Ja. Fine. Gut. Find more metal. Dann. The map displays more element. Ah. The map displays more element. Was haben wir noch? Nachtsicht. Get a stronger torch to see at night. Weiter sehen. Schneller bewegen. Höher springen. Aha. Recycle camps building into resources. Carry more resources. Das ist ja interessant. Ich glaube, jetzt fürs Erste hätte ich gerne mal, dass ich von allem etwas mehr finde. Dann müsste es ja eigentlich schneller gehen. Okay, damit habe ich jetzt keine Skill Points mehr. Und das war's erstmal. Jetzt schauen wir mal, wie das hier so funktioniert mit dem Find More Stuff. Es ist zwar mittlerweile Nacht, aber ich finde, man sieht eigentlich noch relativ gut. Das habe ich in anderen Spielen schon ganz anders erlebt. Wenn da Nacht war, dann war Nacht. Also war es echt vorbei. Fix the Torch. Was haben wir hier? Ah, ein Coin. Okay. Bin ja mal gespannt. E to collect. E to collect. Aha. E. E. Ja, jetzt findet man doch eine ganze Menge hier. Gerade. Haben wir noch irgendwas? Da war doch nochmal was. Hier. Genau. So. Pfütze. Oh, hier gibt es echt ganz schön viel zu entdecken. Habe ich so den Eindruck. Kann man schon relativ viel Zeit mit verbringen. Ah, hier haben wir schon wieder ein Camp entdeckt. Western Creek. Schauen wir mal kurz auf der Map an, wo ich bin. Aha, ich bin da oben. Western Creek. Offensichtlich gibt es da oben auch noch eine Eislandschaft oder so eine Winterlandschaft. Da komme ich auch noch hin. Okay, ich lasse ihn mal pennen hier. Klau dir nur das Holz unterm Arsch weg. So, jetzt habe ich wieder 2 Skill Points. Und wir wissen ja, wie das funktioniert jetzt. Jetzt können wir hier nämlich ein bisschen was tun. Und jetzt pass mal auf, jetzt weil ja Nacht ist, könnte ich jetzt tatsächlich mal hier manchmal mal eine größere Fackel. Schauen wir mal, wie sich das so auswirkt. Oh, das hat ja mal richtig viel gebracht. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Okay. Okay, das ist das. Und jetzt habe ich nochmal einen Punkt. Was kann ich jetzt noch damit tun? Moment mal. Carry more resources. Recycle camps. Und weiter sehen. Oder ich spare natürlich den einen Punkt und könnte dann hier mal mit... Ja, ja, ich glaube, ich spare den mal. Dann kann ich mir mal meine Athletik antrainieren. So langsam. Auf die Art und Weise wird es dann alles irgendwie besser. So. Jetzt gehe ich nochmal zurück ins Camp. Da bin ich auch schon. Und jetzt schauen wir mal, ob ich jetzt hier fertig werde. Press E to build. Pass auf. Food müsste jetzt ja eigentlich gehen. Genau. Da ist jetzt das... Die Eisdiele. 20%. Also die Zufriedenheit ist aber noch nicht besonders groß. Dafür, dass ich jetzt hier schon 3 Zelte habe und Eiscreme-Stand. Und Rest habe ich ja auch schon. Jetzt kann ich bloß noch Activity machen. Activity, was können wir denn hier machen? Am Pool. Soll ich mal einen Pool machen? Komm, machen wir einen Pool. Da kann keiner meckern. Das ist jetzt hier schon, das ist ja fast schon Freizeitpark. Jetzt müssen wir überlegen, wo ich einen Hund wieder mache, da oben hin. So, 25%. Hat jetzt noch nicht so richtig viel gebracht. Aber gut, jetzt habe ich einen Pool. Und jetzt kann ich noch bauen. Pass mal auf, ich brauche ein bisschen eine Dekoration. Da habe ich es eigentlich schon. Ja komm, baue ich halt so eine Fackel. Baue ich die mal irgendwo hin. Damit es auch schön hell ist. So am Sunshine Cove. So, damit habe ich doch eigentlich alles, was Sunshine Cove unbedingt haben will, habe ich gepackt. Nur, die sind offensichtlich immer noch nicht zufrieden. Das ist der Haken. Jetzt pass mal auf. Wir bauen jetzt, machen wir hier Baueskalation. Jetzt machen wir hier mal in die Nähe des Feuers. Baue ich mir jetzt mal so ein Teil dahin. Aber die sind immer noch nicht glücklich. Warum denn nicht? So, jetzt ist das Feuer an. Macht sie auch nicht glücklicher. Aber sie schlafen immerhin schon mal da drin. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht müssen die erstmal wach werden. Die müssen erstmal wach werden. Und dann werden sie schon sehen, was sie hier haben. Und werden dann auch wahrscheinlich sagen, boah, es ist geil, Alter. Das hast du ganz toll gemacht, Flint. So, ich lasse sie erstmal noch aufwachen. In der Zwischenzeit schaue ich mich noch ein bisschen um. Hier kann ich... ich kann das leider nicht reparieren. Da oben komme ich auch nicht drauf. Oder? Doch, es geht. Toll, damit habe ich die Münze. Ja, also das Spielprinzip ist, glaube ich, klar geworden. Man sucht hier als Küken. Ist man hier unterwegs, sucht nach Ressourcen. Kann ich da wieder rein? Oh, wie toll! Sucht nach Ressourcen und kann dann eben hier einen Park aufbauen. Gefahren gibt es, so wie ich das sehe, eigentlich keine. Mir kann so gut wie nichts passieren. Aber offensichtlich ist auch... Was? Wie vorhin? Okay. Offensichtlich ist auch, dass ich hier erstmal vielleicht ganz gut beraten bin. Ah, da kann ich auch hochspringen. Hier. Ganz gut beraten bin, viel zu erkunden, um eben Ressourcen zu sammeln. So wie hier jetzt zum Beispiel. Und je mehr man davon hat, umso besser ist das natürlich. Weil wir müssen ja doch eine ganze Reihe von Krimskrams bauen. Und das geht eben ehrlicherweise nur mit den notwendigen Ressourcen. Aber ich schätze, ein Fabric, ein Metal. Ah, hier. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was eingesammelt. Das halbe Haus geplündert. Vielleicht, genau. Als kleine Entschädigung repariere ich zumindest mal die Lampe, wenn ich schon das ganze Haus hier geplündert habe. So, hier kann ich auch die Lampe reparieren.
Ja, mittlerweile komme ich so ein bisschen rum. Jetzt war ich hier schon mal. Ich würde den Weg trotzdem gerne gehen. Ich würde nämlich sehen wollen, ob sich Dinge irgendwie wieder regenerieren. Also, wenn man da mal was gefunden hat, findet man es dann immer wieder? Oder wie ist das? Also zum Beispiel diese Münze hier, diese Münzen, die ich jetzt gerade finde. Ah, ihr seht hier, da ist es offen. Und hier kann ich jetzt mit dem Camper sprechen. Hast du von der Legende des Tals gehört? Nein. Die sagen, dass irgendwo ein Schatz verborgen sei. Gib mir 10 Coins und ich erzähle dir mehr darüber. Ah, jetzt kann ich mich entscheiden. Ja, komm. Not enough resources. I don't have enough coins. Ja, scheiße. Jetzt werde ich nie erfahren, wo dieser Schatz begraben liegt. Okay, jetzt gehe ich mal hier hoch. Oh, apropos. 10 Coins. Da oben dreht sich einer. Aber da komme ich so nicht hin. Dann gebe ich mich erstmal mit dem da zufrieden. Ein paar Pilze. Oh, Level 4. Das ist toll. So. Jetzt könnte ich wieder die Skills machen. Moment mal, hier Skills. Wo? Was? Wie? Hier. 3 Points. Und ich sagte doch, ich will Athletik. Athletik. Mhm. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt. Fix the Torch. Kann man die eigentlich auch anmachen, die Torch? Nee, die ist jetzt einfach nur repariert. Hier war so ein ganz kleinen Pfad, der uns auch irgendwo hinführt. Ah, das ist interessant. Der führt da runter zu dieser Bank. Hallo, du! Ah, den schwarzen Turm? Der wurde vom König Robin II. Gebaut? Nee, das habe ich nicht gewusst. Er wurde abandoniert, also verlassen vor ein paar Jahren, weil sie herausgefunden haben, der Turm irgendwie völlig nutzlos war. Sowas passiert, genau. Ja, sowas passiert. Das kann schon mal vorkommen. Da haben wir jede Menge Mushrooms, das ist schon mal gut. So. Ich würde sagen, jetzt wo es hell ist, gehen wir nochmal runter zu unserem Camp und schauen mal, ob unsere Camper mittlerweile ein bisschen zufriedener sind mit meiner ganzen Baukunst, die ich über Nacht hier generiert habe. Alles andere wäre ja ehrlicherweise schon ziemlich überraschend, weil dann müsste man ja deutlich mehr bauen. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt stiefel ich mal darüber. Und gucke mal, wie zufrieden meine Camper sind. So, 33%. Aha, es ist also wirklich ein bisschen gestiegen, ohne dass ich jetzt hier irgendwas Besonderes getan hätte. Aber richtig, richtig geil finden die es noch nicht, ne? Move. Collect Coins. Cancel. Die haben also irgendwie auch noch nichts gekauft, ne? Jetzt schauen wir mal. Hier, dem geht's schon mal gut. Press E to edit. Move. Collect Coins. Cancel. Hier kann man nichts machen. E to edit. Move. Collect Coins. Cancel. 35%. Also, ich glaube, dass das eigentlich jetzt alles so weit funktioniert. Die sehen das jetzt gerade und mit der Zeit müsste das Ganze jetzt hier auch besser werden. Denke ich mal. 35% immerhin. Na gut. Aber ich glaube, das Spielprinzip ist klar geworden. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit mir und Flint. Weil das ist eigentlich schon ganz cool geworden hier, dieses Spiel. Ich finde es ganz gut. So, jetzt habe ich hier auch noch die Lampe repariert. Ist doch super. So, und dann würde ich nämlich sagen, hier, das ist ja auch eine alte Baracke. Da kann man bestimmt auch noch irgendwas damit machen. So, also nicht jetzt sofort, aber halt mit der Zeit. Komme ich da eigentlich jetzt irgendwie hoch? Oh, wow, ich kann es aber richtig toll springen. Schaut mal. Das ist cool. Das werde ich bestimmt brauchen können. Oh, ich komme hier jetzt überall hin. Hier.
hier, jetzt können wir mal auch das zweite Camp gleich mal anfangen. Ihr braucht ja auf jeden Fall mal sowas wie ein Feuer. So, jetzt haben wir schon mal ein Feuer. Und jetzt baue ich hier noch schnell. Pass mal auf, das machen wir noch schnell. Baue ich erstmal kurz ein Zelt dahin. Genau. Und dann bauen wir nochmal ein Zelt irgendwo dahin. So. Ich hab's doch. So, was kann ich jetzt noch bauen? Eine Bank, auf jeden Fall. Das kann ich auch noch machen. So, jetzt haben wir eine Bank, direkt am Feuer. So langsam ist es doch alles schon mal ein bisschen besser geworden hier. Das ist schon mal gut. Jetzt kann ich auch wahrscheinlich nichts weiteres mehr tun, oder? Kann ich... Nee, das geht alles nicht. Hier, Fireworks, das würde gehen. Aber mehr geht nicht. Kann ich hier... Ja, eine Palme kann ich noch bauen. So, kriegt ihr noch eine Palme hier hin? Super. Könnt ihr nichts sagen. So, und jetzt würde ich sagen, mache ich einen Cut. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier mit mir und Haven Park. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr über dieses Spiel denkt. Wie gesagt, ab 15. April ist dieses Spiel dann auf Steam erhältlich. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist entspannt, es ist relaxed. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen Spaß haben. Und bis man dann mal so die ganze Map erkundet hat und so. Also da vergeht ein bisschen Zeit. Prima. Alles klar. In diesem Sinne würde ich sagen, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.